Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik auf diesem Kanal, beziehungsweise zu einer weiteren DVD-Review. Und heute haben wir vorliegen Panik in der Sierra Nova aus dem Jahre 1977 von William Goertler, der jetzt ansonsten auch nichts unbedingt Besonderes in seiner Filmografie stehen hat, aber dann doch einen weiteren Vertreter aus dem Genre des Tierhorrors aus den 70er Jahren und irgendwie dann doch so ein bisschen Klassiker auch, und zwar Grizzly. Den hat er auch noch gedreht, aber ansonsten hat er jetzt keine besonderen Filme irgendwie vorzuweisen. Und unter anderem spielt hier auch Leslie Nielsen eine Rolle, und zwar auch eine recht wichtige und auch eine eher untypische für ihn. Denn hier spielt er wirklich einen verrückten Bösewicht, das sei an dieser Stelle schon mal gesagt. Ja, und diese kleine Hardbox, die finde ich jetzt vom Cover her okay. Finde ich jetzt nicht wirklich gut, ist okay. Es gefällt mir irgendwie nicht so wirklich mit diesem großen Hund da im Hintergrund, diesem Wolf und dann diese Menschen, die hier weglaufen. Ja, das sieht irgendwie, das passt nicht so recht, finde ich, zu einem Tierhorrorfilm. Und wenn wir da mal reinschauen und uns die Disc anschauen, sehen wir auch ein anderes Cover, was mir viel, viel besser gefällt. Wo wir verschiedenste Tierangriffsszenen aus dem Film sehen. Also zum Beispiel jetzt diese Adler, die angreifen. Oder auch dieser Puma und dann hier wie links diese Leute, die so ein bisschen aussehen wie aus The Crazies von George R. Romero, wie sie da anlaufen mit diesen Schutzmasken. Das heißt, das Cover auf der Disc gefällt mir halt viel besser als das Rondmotiv, wobei das ist jetzt ja auch nicht schlecht. Ja, und im Englischen heißt der Film Day of the Animals und beide Titel passen. Panik in der Sierra Nova ist so ein bisschen weiter gefasster und Day of the Animals, da weiß man schon direkt, es handelt sich um einen typischen Öko-Thriller, könnte man es ja auch nennen, Tierhorror-Öko-Thriller aus den 70er Jahren, aus den späten 70er Jahren. Und in den 70er Jahren begann ja so langsam das Bewusstsein für Umweltschutz. Und deswegen beschäftigt sich dieser Film ja auch mit dem Gedanken, dass die Tiere durch ein Loch in der Ozonschicht verändert werden. Das heißt, das Licht wird durch die Atmosphäre nicht mehr so abgeschwächt und kann ungehindert auf die Gehirne der Tiere einwirken. Und dadurch werden sie verrückt und aggressiv und greift eine Gruppe von Wanderern an, die halt in der Sierra Nova, das ist wirklich ein recht schön eingefangenes Tal, irgendwo in den Rocky Mountains, glaube ich, sie werden dann da angegriffen. Ja, der Film fängt eigentlich recht gemächlich an, die Gruppe wird so ein bisschen vorgestellt, die verschiedensten Charaktere, wo natürlich auch schon so ein bisschen Streit vorprogrammiert ist. Mit Leslie Nielsen hat man hier einen selbstbewussten, ja, irgendwie so einen Werbefachmann an Bord, und das wird am Ende dann auch schon zu Problemen, und langsam kommen sie halt dahinter, dass halt auf einer Höhe von über 1500 Metern, so wird es auch gesagt, auf einer Höhe von 1500 Metern werden die Tiere durch diese Lichteinwirkungen halt aggressiv und greifen diese Wanderer an. Und da bin ich auch schon beim ersten Pluspunkt des Films, auch wenn die erste Hälfte ein bisschen langwierig ist und dieses Charakterdrama, dann werden da noch irgendwelche dramatischen Sachen eingestreut, Hintergrundgeschichten, das war jetzt nicht so interessant, hat mich jetzt nicht so interessiert. Der Film geht ja auch knapp 100 Minuten, also über anderthalb Stunden. Die erste Hälfte hat mir nicht so gut gefallen. Aber die Tierszenen sind wirklich fantastisch. Also das ist wirklich gut zusammengeschnitten und unter anderem auch, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie sie es gemacht haben, mit dressierten Tieren oder mit irgendwelchen Attrappen. Wirklich gut. Das sieht sehr, sehr realistisch aus, wenn ein Bär angreift, wenn die Vögel angreifen. Dann wird es auch durchaus mal blutig. Man sieht hier zum Beispiel auch ein paar Zehen, auch wenn diese Zehenbilder hier jetzt irgendwie ein bisschen komisch zusammengeschnitten sind. Von der Rückseite gefällt mir das jetzt auch nicht so gut. Haben sie es wirklich sehr, sehr gut gemacht und es sieht wirklich sehr, sehr realistisch aus. Also von den Spezialeffekten ist das ein absoluter Pluspunkt, muss ich sagen. Die zweite Hälfte hat mir dann auch besser gefallen als die erste Hälfte, als sich die Gruppe trennt. Einige wollen zu einer Ranger-Station auf dem Berg, andere entscheiden sich dazu, halt nach unten ins Tal zu gehen und versuchen, wieder in die Zivilisation zurückzukommen. Da wird es sogar so ein bisschen postapokalyptisch. Wenn man dann durch dieses leere Dorf geht und überall aggressive Tiere sind, das hat wirklich gute postapokalyptische Atmosphäre. Und der Film ist wirklich härter, als ich gedacht hätte. Die Schauspieler sind gut, die Effekte sind gut. Die zweite Hälfte hat mir besser gefallen als die erste. Zum Beispiel das Ende ist auch sehr, sehr gut gelungen, finde ich. Deswegen geht man hier auf jeden Fall mit einem guten Gefühl aus dem Film raus. Und am Ende denke ich mir eigentlich, habe ich einen guten Tierhorrorfilm gesehen. Es gibt definitiv bessere aus diesem Genre, aus dem Jahrzehnt. Aber es gibt auch deutlich schlechtere. Und ich glaube, hier hat man wirklich einen soliden Genrevertreter, den man sich als Fan halt wirklich einfach mal angucken kann. Leslie Nielsen spielt hier halt wirklich einen verrückten Psychopathen, kann man eigentlich schon sagen, der weit über das Normale herausgeht praktisch. Das fand ich sehr, sehr verwunderlich. Eigentlich habe ich erwartet, er spielt hier einen guten, aber das ist jetzt auch kein Spoiler, das passiert schon bei der Hälfte des Films, beziehungsweise schon zu Anfang kann man das halt sehen.
Ja, als Fazit kann ich halt, wie gesagt, wirklich sagen, ist ein Tipp auf jeden Fall, hat mir recht gut gefallen, hat mich gut unterhalten, auch wenn die erste Hälfte ein bisschen schwächer war, aber dann so ab der Hälfte hat es mir dann doch gut gefallen und durch die guten Effekte bleibt der Film, glaube ich, dann doch in Erinnerung. Ja, und von der Bild- und Tonqualität kann man sich ja auch nicht beschweren, das ist gut aufbereitet. Das ist zwar ein bisschen. Ja, hätte besser sein können, aber ist okay. Also die Landschaftsaufnahmen sind auch sehr, sehr cool. Diese Natur in den Rocky Mountains oder wo immer die da rumlaufen, das sieht wirklich herrlich aus. Das haben sie gut eingefangen. Und bei den Extras, es gibt zum Beispiel auch noch so ein kleines Feature, wo auf den Film nach 30 Jahren zurückgeblickt wird. Ein Trailer, verschiedene Kinofassungen und so weiter. Ja, also ich finde, man hätte das besser gemacht, wenn man das Cover hier vorne drauf gemacht hätte. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Insgesamt kann ich diese Hardbox, die kostet auch nicht besonders viel, irgendwie 10 bis 15 Euro. Man macht nichts falsch, wenn man sich diesen Film in dieser VÖ hier in die Sammlung holt. Ja, dann danke ich euch, dass ihr mir zugehört habt. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr diesen Film fandet. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.